erstmal vielen Dank, dass das geklappt hat mit unserem Treffen. Mhm. Dass wir uns einfach mal kennengelernt haben und miteinander quatschen und reden können. Ich fand das ja hoch faszinierend, was für einen Entschluss du für dich gefasst hast. Nämlich das Thema, dich von allen Sachen zu trennen. Du lebst sozusagen die Share Economy. Das erste Mal von der Idee gelesen in dem Buch Die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss, wo es ja darum geht, es geht ja nicht nur darum, 4 Stunden pro Woche nur zu arbeiten, was ich auch attraktiv finde, sondern seine Zeit dann auch damit zu füllen, dass man reist, dass man flexibel ist, überall sein kann. Und das war das erste Mal vor 4 Jahren oder 5 Jahren oder so habe ich das gelesen. Und dann bin ich vor 2, 2,5 Jahren auf ein E-Book gestoßen von einem Blogger, der darüber geschrieben hat, digitaler Nomade zu sein. Und das fand ich spannend. Und habe dann anderen Leuten davon erzählt, wie spannend ich dieses Buch fand. Und das könnte ich mir ja auch vorstellen. Also es war einfach nur so bla bla, könnte ich mir auch vorstellen. Finde ich irgendwie geil, den Gedanken. Und dann nach einem halben Jahr rumerzählen, hat dann der Erste gefragt, was denn mit meinem Plan sei. Denn jetzt diese, die Geister, die du liest, ja. Genau, und dann dachte ich, was für ein Plan? Naja, okay, warum eigentlich nicht? Und so wurde da dann ein Plan draus. Und die innerlichen Beweggründe, also das war, wie kam ich auf die Idee, die Beweggründe waren einmal, dass ich noch nie woanders gelebt hatte als in Berlin damals. Also Urlaub schon, aber nie irgendwo anders mal einen Lebensmittelpunkt gehabt. Und das hat mir gefehlt. Zum Zweiten, dass ich, ja, dann war, dass der Rest war eigentlich nur, ich kann es machen. Weil ich habe schon einen Job, der eigentlich ortsunabhängig ist. Ich mache Websites und arbeite als Freelancer. Das heißt, ich brauche eigentlich nirgendwo sein. Und das Dritte war dann eigentlich nur, ich finde es total spannend. Also ich finde es ein tolles Experiment und ich brauche nicht viel. Das war schon immer so. Ich fand es einfach eine coole Idee. Mhm. Ja. Was hattest du alles? Also so musstest du dich von einer 3-Zimmer-Wohnung befreien oder wie sah das aus? Damals habe ich in der WG gewohnt, in einer großen Wohnung zu zweit, aber auch nicht viele Sachen. Also ich hatte nicht so viel. Ich hatte normal ein paar Möbel für 2 Zimmer. Da würde ich jetzt mal was ganz Persönliches fragen. Ja. Also wir alle, ich habe dich eben gefragt, du bist 35. Mhm. Man hat aber doch alte Erinnerungen, also so vielleicht aus der Kindheit, diese berühmt-berüchtigten Fundstücke. Ja. Hast du das noch bei deinen Eltern irgendwo gelagert? Ist das noch irgendwo oder hast du dich auch von diesen ganzen Dingen konsequent getrennt? Das ist ganz witzig, weil man denkt, meine Emotionen oder meine Person hängt an Dingen. Mhm. Und wenn ich die weggebe, dann verliere ich mich selbst. Identität, genau. Und das ist absolut nicht so. Das ist jetzt meine Erfahrung. Mhm. Meine Mutter, die hat bestimmt noch irgendwelche Sachen von mir, die sie schon seit ich ausgezogen bin, vor über 15 Jahren. Also Sachen, die ich nicht wirklich habe, die aber existieren, die meine Mutter aufhebt und die in meinem Leben sowieso schon lange nicht mehr vorkommen. Mhm. Spielzeug oder vielleicht nur ein Schulheft oder so. Ja? Also das lasse ich jetzt mal weg. Und persönliche Sachen, die ich noch hatte, die habe ich fast alle weggetan. Ich habe natürlich Bücher, also ich habe immer viel gelesen, Bücher habe ich immer auch aufgehoben, die fehlen gar nicht. Ich habe die dann alle, es gibt so eine Website, die heißt Goodreads, da kann man halt das ist so ein digitales Bücherregal sozusagen. Du kannst halt sagen, das Buch habe ich gelesen, dann kannst du es auch bewerten und so. Da habe ich mein ganzes Regal abgescannt, sodass ich weiß, was ich gelesen habe. Mhm. Also es hat nicht gefehlt. Du hast also ganz konsequent sozusagen deine ganze analoge Welt, soweit es ging, digitalisiert. Ja, das habe ich auch vorher schon teilweise gemacht. Seit ich ein Smartphone habe, hat das angefangen, dass ich Notizen immer mehr auf dem Handy gemacht habe, dass ich Sachen abfotografiere, anstatt sie eben zu sammeln. Also irgendwie Papier, Notizen, Visitenkarten fotografiere ich und gebe sie zurück oder tue sie dann weg. Ja, also mittlerweile, ich habe sogar gemerkt, dass meine Handschrift sich verschlechtert, weil ich seltener mit der Hand schreibe. Mhm. Ja. Ich höre so ein bisschen raus, das war für dich ein Experiment. Mhm. Ist das für dich immer noch ein Experiment? Willst du es irgendwann beenden oder lässt es auf dich zukommen? Hängt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf an, in welcher eigenen Lebenssituation man sich befindet. Genau. Also ich könnte mir vorstellen,
Familie irgendwann gründen, wird das nicht mehr gehen, sei denn man findet einen Partner, der das dann mitleben möchte und kann. Aber wahrscheinlich ist das noch in unserer, sag ich mal, so herkömmlichen Welt, wie wir alle aufgewachsen sind und es gelernt haben. Du hast das mal eben so schön gesagt, deswegen frage ich auch gleich so, dass die Frage, wie reagiert deine Umwelt? Du bist eher der Freak, hast du gesagt. Das ist ja auch die Frage so, wie geht es für dich weiter? Also generell finde ich es fantastisch, diese Sachen nicht zu haben, sondern sie immer nur dann zu besorgen, wenn ich sie brauche. Also Stichwort Wohnung. Ich habe in 9 Monaten in Asien natürlich mich immer in irgendwelche möblierten Zimmer oder Hostels eingemietet. Aber jetzt bin ich ein halbes Jahr in Berlin und bin jetzt gerade in der 6. Wohnung, weil ich immer von möbliertem Zimmer zu möbliertem Zimmer ziehe. Entweder von Bekannten, die im Urlaub sind, oder halt über wggesucht.de, wo ich dann ein Zimmer finde. Es gibt eine Masse an temporär leerstehenden, möblierten Zimmern in Berlin, die wunderbar sind, die viel billiger und schöner sind, als ich es alleine hinkriegen würde. Und ich muss das Zeug nicht besitzen, das ist wirklich fantastisch. Aber es gibt eine innere Neigung, und die ist ja nicht von heute auf morgen verschwunden, sich Sachen zu kaufen. Also jetzt habe ich mir ein Fahrrad gekauft, da werde ich mich zwingen müssen, das wieder zu verkaufen, wenn ich es nicht mehr brauche. Das wird nicht einfach so leicht sein. Also ich habe mir einen Anzug gekauft vor einem halben Jahr, weil ich auf eine Hochzeit eingeladen war. Den habe ich jetzt 2-mal getragen. Den trage ich jetzt mit mir rum. Also es ist nicht automatisch so, dass ich jetzt geheilt bin. Und es ist ja auch gar keine Krankheit. Ich merke nur, mein Leben ist sehr einfach mit wenig Besitz. Es ist sehr angenehm, es ist sehr flexibel. Und es gefällt mir gut. Also das werde ich auch weiterhin so machen. Und das heißt aber nicht, dass ich keine Sachen besitze oder auch nicht auch mal wieder mehr besitzen werde. Ich denke aber, man kann auch ein ganz normales Leben führen, in Anführungszeichen, ohne die Dinge wirklich zu besitzen. Es ist kein billigerer Lebensstil, weil man dann eventuell eben Sachen dazu mieten muss, ne? Oder kaufen und wieder verkaufen oder spenden oder was. Also es ist nicht unbedingt ein Vagabundenleben, aber man kann eben, ohne die Sachen wirklich sein Eigentum zu nennen, ein ganz normales Leben leben. Also die Wohnungen, in denen ich jetzt wohne, die sind wunderbar. Die sind wirklich schöner als das, was ich für das Geld mir selber einrichten könnte. Aber das ist interessant, was du sagst. Also du sagst, dass A, das nicht eine Motivation war und dass es im Endeffekt auch nicht preisgünstiger ist, so zu leben, sondern eigentlich mehr oder weniger, so habe ich dich verstanden, Nullsummenspiel ist. Es ist vielleicht zeitgünstiger. Das könnte man sagen. Also, weil Dinge besitzen ja ein ungeheurer Aufwand ist. Also, es muss gepflegt werden. Es muss gepflegt werden, es muss repariert werden. Es gefällt einem vielleicht irgendwann nicht mehr und dann muss man es behalten, weil man hat ja viel dafür bezahlt. Umzüge sind so einfach, ja. Also ich saß in Saigon auf dem Rücksitz von einem Motorroller und bin umgezogen und hatte da diesen Gedanken, wie geil ist das denn, dass ich mit dem Motorroller umziehe. Ja? Mich fährt hier einer mit dem Motorroller in meine neue Wohnung. Da hatte ich diesen Gedanken zum ersten Mal und das ist cool. Also es macht das Leben leicht und ich mag schöne Möbel, ich mag Design, ich mag auch schöne Dinge, aber ich habe Möbel zum Beispiel nie viel Geld für ausgegeben. Also ich kann es schön finden, ich muss es aber nicht besitzen. Ja. Also genau das Thema Share Economy, großes Thema. Letztes Jahr das Trendthema auf der CeBIT gewesen. Meint natürlich ganz viel IT zu nutzen und Dienste zu sharen. Hier ist es ja noch viel, viel konsequenter. Ich vermute, du nutzt auch Carsharing und ähnliche Modelle. Was kannst du dir vorstellen, so wenn wir jetzt mal von deinem eigenen persönlichen Leben weiterdenken? Wir sehen ja jetzt zwar einen gesellschaftlichen Trend, der sich entwickelt. Wird der nachhaltig sein? Wie würdest du es einschätzen? Also jetzt auch nochmal so auf dem Hintergrund, genau, wie reagiert die Umwelt? Wie reagieren vielleicht Kunden? Du sagst, du bist selbstständig. Gerade im Dialog mit Menschen, wird es akzeptiert? Wirst du vielleicht sogar, positiv erstaunt sozusagen in den Dialog gezogen, so wie ich auf dich gekommen bin? Oder ist es eher wirklich der verrückte Exot? Wie siehst du das so? Wie spiegelt das deine Umwelt wider? Es ist natürlich sehr verschieden.
Also, was ich generell, was ich fast immer höre, ist, das ist ja fantastisch, das bewundere ich ja, das würde ich ja auch gerne, etc. Mhm. Also dieses radikal, weil jeder kennt das Gefühl, ich habe zu viel, ich muss mal ausmisten, ich mach's nicht, das kennt ja jeder. Ja? Also, und dass da jemand eben ist, der das nicht hat. Und andererseits, glaube ich, schwingt aber bei vielen im Hinterkopf schon mit, naja, aber irgendwie ist es doch auch nicht normal. Also, oder so nichts Richtiges, das ist eine Phase, irgendwann wird man auch wieder normal. Ja, ich habe aus meinem privaten Umfeld, von meinen Eltern oder Freunden nur Begeisterung bekommen, zu spüren bekommen. Also jetzt auch nicht nur wegen diesem wenig Besitzen, sondern vor allem, weil ich ja auch dann gereist bin und von unterwegs gearbeitet habe. Also dieses halt irgendwo in Asien sein, auf dem Berg oder am Strand oder so und dann danach arbeiten. Dieses Reisen ist natürlich auch toll. Das heißt, du hast auch, entschuldige, dass ich dazwischen grätsche, du hast also auch, als du in Asien warst, hier Auftraggeber in Deutschland gehabt, ja, für die du gearbeitet hast. Fast nur. Ich arbeite, wie gesagt, als Freelancer und mache Websites und zwar nur für deutsche Kunden. Und ich habe einen Online-Shop, einen deutschen Online-Shop, der an deutsche Kunden verkauft. Also ich war, als ich in Asien war, permanent mit Deutschland in Kontakt und habe für Deutschland gearbeitet. Ich bin März 2012, Anfang März bin ich los. Und kurz zuvor hatte ich die letzten Sachen verkauft. Also ich könnte auf meinem Facebook-Profil gucken, wo ich gepostet habe, ich habe gerade mein Fahrrad verkauft, ab jetzt passt alles, was ich habe, in den Rucksack. Ah, okay. Das war das Letzte, was ich verkauft habe und das muss Ende Februar 2012 sein. Ja, dann war ich 9 Monate in Asien unterwegs und seit Anfang Dezember bin ich in Berlin. Jetzt mal Juni, genau. Also seit einem halben Jahr jetzt ziemlich genau. Okay. Ja. Und du bleibst jetzt erstmal in Berlin oder was sind deine nächsten Ziele, deine nächsten Stationen? Was hast du vor? Das Schöne ist, dass ich werde unglaublich oft gefragt, ob ich denn jetzt hier bleibe, wann ich denn weiterreise. Und eine Eigenschaft dieses Lebensstils ist, das nicht zu wissen. Ich habe zwar Ideen, aber ich kann es tatsächlich nicht sagen. Also es gibt ein Projekt, was hier in Berlin ansteht. Wenn das was wird, dann werde ich erstmal in Berlin bleiben und zwar auf 1, 2, 3 Jahreshorizont. Wenn nicht, dann keine Ahnung, wo ich dann bin. Also das ist ein Teil davon, das nicht zu wissen und auch nicht sagen zu können. Okay. Aber du bezahlst noch in Deutschland deine Steuern, bist hier gemeldet? Ja, ich bin das vor kurzem gefragt worden, wo man denn am besten seine Firma anmelden soll, damit man keine Steuern zahlt und so. Also ich habe, auch während ich weg war, ich bin hier gemeldet, also das einzige Gesetz, gegen das ich verstoße, ist das Meldegesetz, weil ich mich nicht alle 4 Wochen ummelde, wenn ich in einer neuen Wohnung wohne. Ich weiß gar nicht, wie man es machen muss, aber also da, wo ich gemeldet bin, wohne ich jetzt seit über einem Jahr nicht mehr. Aber ich habe hier meine Steuern gezahlt. Ich habe alles, also formell bin ich hier. Genau, hast wahrscheinlich ein deutsches Konto online, aber schreibst dementsprechend auch über ein Online-Portal, vermute ich, deine Rechnung. Genau. Und arbeitest also sozusagen digital in der Cloud. Genau, mittlerweile darf man ja seine Rechnungen auch digital verschicken, ohne dass sie die Signatur brauchen. Vorher, wenn ich Briefe verschicken muss, verschicke ich die über so einen Online-Dienst, der die ausdruckt und verschickt. Ich habe auf meinem Blog vor ein paar Wochen habe ich auch mal einen Post, wo ich so ein paar Dienste vorstelle. Es gibt jetzt hier ein Berliner Startup, die deine Post scannen und dir per Mail schicken. Genau, habe ich gelesen. Ja, Dropscan. Genau, also ich mache eigentlich nichts mehr mit Papier. Das Einzige, was schwierig ist, wenn die dich irgendwie identifizieren wollen, also so Postident-Verfahren oder so, dann landet das halt irgendwo entweder in der Adresse, wo ich gemeldet bin oder bei dieser Scan-Box da oder halt irgendeine andere Adresse, die ich mal angegeben habe. Also das ist echt schwierig, aber sonst funktioniert das alles. Du, ich danke dir, Patrick, für dieses Gespräch und bis auf den nächsten Kaffee in Berlin. Ja, sehr gerne.